Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge Schnurrunner. Ich bügel jetzt erstmal komplett geradeaus lang. Allein schon, weil Jan auch gesagt hat, da ist eine Tankstelle. Der Fiesler rutscht dann ja doch noch ein bisschen, oder? Ja, gut, der Hammer rutscht auch. Also wenn du ein bisschen schneller wirst, dann findet der das auch nicht lustig. Na, das stimmt auch. Na ja, okay. Oh. Ich habe das Gefühl, der Fiesler beschleunigt schneller als der White Western Star. Das kann natürlich gut sein. Was ist denn O? Da ist ein Riesenloch auf der Straße. Ist es zu reparieren oder? Nee, müssen wir drum rumfahren. So, dann habe ich getankt. Ja, lass das Erforschen beginnen. Ja. Und jetzt ist ja wirklich hier, ist ja wieder so ein Gebiet, wo wir noch gar nicht waren. Ja. Jetzt muss ich mal gucken. Einmal ein bisschen rechts und dann links. Dann sollten wir zu dem Turm ganz im Norden kommen. Fern das was wird. Verdammt. Rückwärtsgang. Ich stand gerade vor dem anderen Tor. Der wollte mich da nicht durchlassen. Nach. Zu dem nächsten schon? Ja, ja. Ich habe vergessen, links abzubiegen. Ach so. Ah, komm vor. Ach so, ich kann doch Kraftstoff mitbringen, wenn du willst. Zumindest zweimal, glaube ich. Müsstest du mir nur einmal die Quest zur Verfügung stellen? Kraftstoff mitbringen? Klär mich auf. Blackbird. Lieferung wird in die Berge. Ach, das sind Ölfässer. Nee, okay, lass es stecken. Ölfässer sind ja am Arsch der Welt. Ja, so recht mittig, ne? Ja. Da bin ich ja jetzt überhaupt nicht. Und vielleicht können wir da ja auch dann irgendetwas nehmen, was dann direkt 4 Slots transportieren kann. Hm. Oder Anhänger oder. So, hier ist ein Campingplatz. Fahr ich jetzt mal rauf, gucken, ob es da was zu entdecken gibt. Nö. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Mutig bei solchen Temperaturen da mal einen Campingwagen hinzustellen. Ja. Oder? Ah, doch, guck mal, hier ist ein Hänger. Neue Mission. Umweltprobleme. Verstehe ich nicht. Ach ja, wir wollten die ja mal annehmen, ne? Damit wir da nicht nochmal hinödeln müssen. Ja. Annehmen. Umweltproblem. Ich bin Bob Fletcher, hiesiger Umweltschützer. Der Bau der neuen Pipeline bereitet mir Sorgen. Könntest du mir und meinem Team bei der Untersuchung des Bauvorhabens helfen? Nö. Jetzt gerade nicht. Oh, da hinten. Oh, da ist ein Upgrade. Hinter dem Haus. Das holen wir uns. Hast du mal, auf die Karte geguckt? Oder wenn du hier hingejoint bist, ich habe gerade gesehen, da ist ein LKW. Wo? Siehst du, wo ich bin?
Wenn du nämlich den Ladebildschirm hast, steht hier oben LKW. Soll ich da hinfahren oder willst du da hinfahren? Ich sehe den noch nicht. Also auf der Karte nicht. Ich sehe zwar, wo du bist, aber... Ach, da! Da steht was, ja. Ja, sonst entdeck den kurz mal. Sonst springe ich da gleich einmal wieder rein. Ich wollte jetzt eben mal mein Upgrade hier. Ich habe einsammeln. Westline V6. Verfügbar für Fleetstar und White Western Star. Ist das nicht denn der beste Motor? Kann sein. Geil. Das ist Service Convoy. International Paystar 5. Okay. Das ist nur eine Aufgabe, da kriegen wir nichts. Schade. Also ein bisschen Geld und Erfahrung, aber. Ich dachte gerade nur im Ladebildschirm, was ist da denn für ein hässlicher Klotzer hin? Achso, fahre ich überhaupt noch richtig? Ja. Hier sollten wir irgendwie zum Wachturm kommen. Springt ganz schön rum hier gerade die Karre. Alter. Aber egal. Wir sind am Wachturm angekommen. Wachturm geöffnet. Schöne Landschaft. So, haben wir hier irgendwas freigeschaltet? Da unten ist ein Hänger. Ein Tankauflieger. Aber das war's auch im Großen und Ganzen. Das heißt, wir fahren wieder zurück. Dann oh, ich sehe das Loch. Hier mal rein zu ödeln, um zu gucken, was uns da noch so erwartet. Baum umgelegt hier. Oh, so viel zur Umwelt, ne? Ja. Das ist ganz lustig, wenn die Dinger hier anfangen zu driften. Das stimmt. Große Rohre, kleine Rohre, Zement, Betonplatte, da ist sie. Alter, wenn du irgendwann mal in den Genuss kommst, eine Betonplatte zu verladen, das ist ja schon eine Zumutung. Aber machst du es gerade beim Kran oder was? Nö, dieses automatische Beladen. So. Das hört sich schon ein bisschen brachial an. Ich finde auch immer, dass das Auto mal kurz ganz schön in die Knie geht, wenn es darauf kommt. So. Pum. Ja. Boah, hier sind Teil Berge. Ja. Vor allem du fährst über einen Stein, der rüttelt sich sozusagen los und mir kommt der entgegengeflogen. Weißt du? Ja.
Ja, das Ding ist aber auch, hier würdest du ohne Schneeketten ja gar nicht hochkommen. Nee. Das wäre halt so die gewisse Levelbegrenzung, ne? Ja. Ja, tschüss. Tschüss. Ich dachte mir, wenn ich hier schon mal vorbeikomme, ne? Bevor ich nachher wieder Tank brauche. Ich kenne mich ja. Oh! Na so, danke dann auch nicht. Weil wie viel hast du jetzt verbraten? 5, 6 Liter? Bisschen mehr schon. Echt? Okay. Ja. Ah fuck, hier komme ich nicht durch. Hier ist eine kaputte Pipeline. So. Frage ist, wie komme ich zu dem Turm? Naja, du machst jetzt ja die Brücke flott, ne? Ja, ich besorge jetzt noch 2 Ersatzteile. Mhm. Dann oben beim Logistikzentrum und dann ist das Ding eigentlich schon fertig. Also dann kannst du über die Brücke. Okay. Ja, muss ich auch. In die Richtung. Weil ich komme jetzt hier nicht weiter, weil hier ist ein Stück von der Pipeline kaputt. Und das wird wahrscheinlich eine Hauptaufgabe sein, damit wir hier überhaupt durchkommen. Um dann auch an die nächsten Türme zu kommen. Also kann auch sein, dass ich an die nächsten Türme komme, wenn du die Brücke fertig gemacht hast. Na, eigentlich kannst du immer alles umfahren. Die kaputte Brücke könnte ich ja auch umfahren, wenn ich wollen würde. Ich probier's mal. Du hast eigentlich recht. Ja klar. Ich hab ja einen Scout. Dann fahr ich doch einmal hier rum. Ich Ochse. Aber die Brücke wäre sonst jetzt auch heil. Okay. Also ist dir überlassen, wo du lang willst. Okay. Hast du die Quest für die Pipeline schon angenommen? Nee. Hm. Okay. Weil alles, glaube ich, was wir jetzt gebrauchen können, ist so ein bisschen... Ah, Brücke. Jolo. Direkt zugefroren, das Ding. Ja. Ehrlich. Du musst ich habe einen Anhängershop gefunden. Leider ist das nicht unsere Werkstatt. Wo ist denn die Pipeline? Oh, das siehst, das ist noch, also ich sehe da auch noch keine Aufgabe. Das wird, glaube ich, eine Hauptmission sein. Siehst du jetzt, wo ich stehe? Ja, ich sehe die Pipeline, aber Hauptquest Pipeline-Reparatur ist es nicht. Okay, ich habe die Fabrik gefunden. So, ich muss aber anscheinend doch über die Brücke, weil ich komme, hier gibt es keine Wege, die mir sagen, kommst da ins Gelände. Also drehe ich wieder um. Ja, guck mal, ob du eine Quest findest, bitte. Ja, Pipeline-Reparatur. Nee, das ist Pedro Bay. Das ist Pedro Bay. Da ist sie.
Bau der Bergpipeline heißt das Ding. Stahlträger 2, Ersatzteile 2, ja. Mittelrohre und kleine Rohre. Das ist das, was wir eh machen wollen. Dafür müssen wir aber erstmal Lieferung in die Berge machen. Lieferung an das Logistikzentrum. 4 Ölfässer. Die müssen wir dafür abschließen, sonst kann ich die gar nicht annehmen, die andere. Ja. Alles klar. Bau der Bergpipeline. Dieses Bergpipe. Was? Nein. Nee, ich habe mir das gerade mal notiert. Achso. Einfach nur neutralisiert. So, dann lasse ich den hier stehen. Gehe auch in meinen Scout. Komm dann mit dem mit. So, Motor ist aus. Mein Scout. Gucken wir mal, ob wir hier jetzt gleich was finden. Also Brücken können wir bauen, ne? Ja. Halt später. Tankstelle. Noch eine. Mhm. So. Und? Was bleibst du einfach da stehen, Alter? Alter, du warst doch noch sonst wo. Hier, ja, hier ist ein Weg zum nächsten Wachturm. Hier? Ja. Dann fahre ich weiter. Das Ding ist ja, ich gucke ja ohne jemand nach vorne, ey. Nur als ich nach vorne geguckt habe, habe ich da so ein grünes Ding in der Kurve stehen sehen. Okay. Hier geht's weiter. Da oben ist noch irgendwie ein Gebäude auch. Entweder der Hammer ist übelst gut hierfür, aber das ist halt echt Pipifax, ne? Sich hier so ein bisschen durchzubuddeln mit dem Ding. Ja, also ich hatte auch schon Passagen, wo ich mir dachte, oh. Okay. Nö. Aber eigentlich hat man hier wenig Probleme jetzt mit dem. So, Wachturm geöffnet. Die Landschaft sieht schon geil aus, ne? Das muss man schon. Ja. Upgrade entdeckt. Wo bin ich denn überhaupt? Da bin ich. Muss jetzt auch mal gucken. Ach, guck an. Nördlich von mir. Das ist ein Upgrade. Ja. Ich besorge das mal direkt. Ja. Genau, mach mal. Ich fahre hier mal rechts. Da ist ein Upgrade und ein Wachturm. Voilà. Ganz nach oben und zurück. Da ist ein Lager mit Gaut-Tankauflieger. Guck mal, da ist dein Anhänger. Kannst du mitschleifen. Okay. Aber ich finde, die Welt war jetzt eigentlich recht schnell entdeckt, ne? Ja. Jetzt war jetzt überschaubar.
So, jetzt geht's für mich auch mal wieder ins Gelände. Ihr habt schon mal einen Tannenbaum rausgerissen für uns, ne? Das ist gut. Ist ja auch nicht mehr so lange hin, ne? 6 Monate ist Weihnachten. Ja, echt. Black. Ja, hatte ich auch. Rausbekommen. Was? Ich sagte, das haben sie immer noch nicht rausbekommen. Nee. Wobei das auch an unserem Internet liegen kann. Also gerade an meinem. Die Frau ist ja jetzt nur auch immer abends zu Hause und guckt immer Netflix unten. Ja. Aber besser als auf Arbeit, ne? Ja. Für dich vielleicht nicht. So, mittlerweile denken wir uns auch, ey, es fehlt ein bisschen Geld. Ja, das ist natürlich nachvollziehbar, ja. Das geht ja leider vielen so. Ja. So, ein neues Upgrade. Aktivierbarer Allradantrieb für den Chevrolet Kodiaq C70. Yay, das Ding haben wir eh schon verkloppt. Naja. Alter, das muss irgendwas Gutes sein. Ich prügel mich hier gerade richtig lang, um da irgendwie anzukommen. Ist auch geil, dass ich teilweise ein Lag bekomme, wenn ich das Licht anmache. Upgrade. GB8V 2700T. Motor oder was? Eon Motor, das ist der Royal BM 17, den haben wir sogar. Mhm. Caterpillar CT Freightliner und Derry Longhorn. Davon haben wir alles nix. Na gut, wer hat den Royal BM 17? Ja, gut. Ja, aber. Nice. Okay, nehmen wir mit. Eben. Haben ist immer besser als brauchen. Typischer Messi-Spruch, ne? Früh von der Straße abgekommen hier. So. Alles klar, ich bin jetzt wieder unten. Jetzt gibt's Rula. So. Jetzt gibt's. Letzten Turm, wenn ich denn ankomme. Also dicke ist das hier nicht, ne? Nee. Gut. Hier steht auch nochmal eine Mission. Einfacher Arbeiter. Und da kriegen wir vielleicht sogar noch einen Truck. Ich weiß es nicht. Einfacher Arbeiter. Kann ich bestimmt noch nicht sehen, ne? Nee. Da muss ich erst vorbeifahren. Dann mache ich das doch einmal. Weiß echt nicht, was das hier für ein Weg ist, aber eingezeichnet ist er nicht. Wolltest du nicht zu dem Upgrade fahren? Hab ich doch. Das war doch dieser Derry Longhorn und so. Ganz ach so. Bedürfnis. Ach nee, da ist noch eins an der Pipeline. Ich dachte, du meinst das. Egal. Ist nicht schlimm. Sehe ich nicht. Bei mir oder? Ach, da oben. Ja. Bei der Fabrik. Mhm. Ja, okay, ich muss hier erstmal raus. Ja, aber kann ich noch so. Zugefrorene See. Also hier ist so eine Art Weg, aber das ist kein Weg.
Aber das ist so eine Art Weg ist aber kein Weg. Ja. Ja, hier ist so eine freie Schneise. Kannst du haben. So, hier steht ein neuer Truck. Also, hier steht ein Truck, den wir noch nicht haben. Aber ich glaube, ich muss erst, da müssten wir erstmal die Mission für machen. Genau, und dann kriegen wir den Caterpillar 745C. Ich bin George. George. Kennst du George? Ich bin George, ja. Vorarbeiter im Sägewerk. Wir brauchen Hilfe mit unserem Arbeitswert, dem Caterpillar 745C. Er hat in den letzten Jahren viel einstecken müssen. Könntest du ihn reparieren und zur Sägemühle bringen? Geil. Das nehmen wir an. Dann kriegen wir den. Ja. Nice. Und was kann der? Ich weiß es nicht. Das ist bestimmt ein schweres Vieh, oder? Das werden wir dann sehen. Weil der Motor war ja eigentlich nur für schwere Trucks, glaube ich. Mhm. Sofern der BM-17 da ein schwerer Truck war. Aber ich bin der Meinung schon. Die große Preisfrage ist jetzt, welchen Truck hole ich noch mit rüber? Ja, gute Frage. Willst du wieder mit Anhänger fahren? Also willst du wieder den White Western mit irgendwie ein... Oh, hab ich jetzt gedacht, ne? Aber hier haben wir jetzt noch keine Anhänger entdeckt. So wirklich. Da oben beim Lager steht einer. Das ist ein Tankauflieger. Ja, oder aus der alten Map. Mal gucken, ob wir da irgendwo noch einen haben. Hier steht noch ein Scout-Tankauflieger. Ja. Hier steht ein Service-Anhänger. Und du fährst jetzt gerade noch zum Upgrade, ne? Ja. Was steht hier? Achso, dein Fleetstar. Dann warte ich mal noch kurz, bis du das Upgrade hast. Und dann beende ich die Folge. Was ist denn hier? Ist auch noch ein Anhänger. Scout, Tankauflieger auch noch. Okay. Ja, also entweder holt man sich hier was. Das Ding ist, wir kriegen ja auf den... Oh, wie heißt er jetzt? Auf dem Pacific kriegen wir doch so einen großen Reparaturdings drauf, ne? Ja. Den hole ich jetzt. Und dann repariere ich den Caterpillar. Und dann ziehen wir den zusammen weg. Also was heißt zusammen? Aber ja, beim White Western Star haben wir ja teilweise auch ein bisschen zusammengearbeitet, weil es nicht anders ging. Und dann gucken wir mal weiter. Ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge dann. Gucken, wie weit Jan ist mit dem Upgrade. Ich hänge hier im Wasser fest. Ich wollte sagen, du bist ein Stück zu früh rein, ne? Hm. Wie? Achso, du wolltest... Nee, gar nicht. Alles gut. Kriegst dich da nicht raus, oder was? Bin am Üben. Okay. Wir gucken uns das mal hier auf der Map an. Zuschauer nicht. Aha. Willst du durchs Wasser fahren? Irgendwie so. Ist mir eigentlich Lachs. Das Ding ist, Jan muss das jetzt noch holen, weil das ist sein Auto. Der geht nämlich gleich in die Werkstatt, wenn wir aufhören aufzunehmen. Jo. Kann doch jetzt nicht sein. Ich zieh mich jetzt einfach hier irgendwie die Klippe hoch. Ist jetzt egal. So. Sieht witzig auf der Karte. Dieses eckige Hammer 2 Modell. Was da jetzt so durch die Gegend tuckert. Upgrade, Upgrade. Er schafft das noch. Wie wir sehen, er ist gleich da. Ja. Schwung da hoch. Wunderbar. Schnellgetriebe.
für White Western Star, Navy Star oder Navi, Navy Star, Fleet Star, ANK, Chevrolet Kodiaq, wieder der Royal BM17, GMC, MH, also eigentlich fast jeder Truck. Alles klar. Haben. Sehr geil. Dann danke ich dir fürs Holen noch. Ich beende die Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann machen wir nicht Lieferung in die Berge. Wir holen uns erstmal den Caterpillar. Bis denn, ey.